Altria ist ja so ungefähr mit Tesla zusammen eines der meistgehassten Unternehmen überhaupt. Für uns auch ein Grund mehr, hier nochmal genauer reinzusehen. Ich nehme schon mal ein kleines bisschen vom Ergebnis vorweg. Man muss hier sehr differenziert betrachten. Einerseits, was aus den Medien kommt und andererseits, was könnten für Interessen dann noch im Hintergrund stehen. Und wir haben mal versucht, aus der Perspektive die aktuelle Gemengelage zu beobachten und sind da zu einem ja doch interessanten Ergebnis gekommen. Also erstmal vorweg, Altria ist ja der Marlboro-Hersteller. Die haben noch andere Zigarettenmarken, auch einige günstige, aber Marlboro ist das Aushängeschild. Die sind ausschließlich bisher im US-Markt aktiv und dort haben sie einen Marktanteil, der immer zwischen 40 und 45% vor sich hin pendelt. Es ist ja ein alter Schuh mittlerweile, dass die Raucherzahlen zurückgehen, was ja aus ja, Gesundheitsaspekten auf jeden Fall löblich ist. Wir haben uns versucht, das Ganze noch ein bisschen in der Statistik ja, quantifizieren zu lassen. Und da haben wir dann gesehen, das ist jetzt, sind die Zahlen aus den USA, dass der Peak der Raucherzahlen beziehungsweise der prozentualen Raucher in den USA ungefähr Mitte der 1950er Jahre war. Das heißt, seit über 60 Jahren sind die ja, Prozente jetzt quasi auf dem Rückwärtsgang. Was da jetzt nicht gesagt wird, ist, dass in der gleichen Zeit aber auch die Bevölkerung gestiegen ist, was das Ganze so wieder so ein bisschen abfedert. Trotzdem werden unterm Strich weniger Glimmstängel verkauft. Altria hat aber es trotzdem geschafft und die Konkurrenten von Altria auch, die Preise immer weiter zu erhöhen und die Leute sind das im Wesentlichen auch mitgegangen. Das ist ja im Grunde auch auf die ja, Sucht der Produkte zurückzuführen, sodass sie da im Grunde nicht allzu viele Möglichkeiten haben, davon wegzukommen. Und wenn man über einen sehr langen Zeitraum von 20 oder mehr Jahren schaut, dann stellt man fest, dass nicht nur die Umsätze gewachsen sind, dass sogar auch noch die Margen weiter gestiegen sind, sodass die Gewinne in dem Sinne überproportional sich entwickelt haben zu den Umsätzen. Also das ist einmal die fundamentale Lage gegenüber ja, dem, was in erster Linie erzählt wird. Und dann hat Altria jetzt auch noch festgestellt, dass das klassische Geschäft jetzt wahrscheinlich nicht für immer so aufrechtzuerhalten sein wird. Es wird langsam schrumpfen und die Preiserhöhungen sollten auch irgendwann ja, ihr Limit erreicht haben, beziehungsweise dann unter Umständen also nicht in gleichem Maße weitergegeben werden können an die Kunden, wie man es erhofft. Deswegen hat man jetzt Investitionen getätigt, Anfang diesen Jahres und Ende letzten Jahres. Man hat sich ja, einen Fuß reingesetzt in den Cannabismarkt, könnte man sagen. Der ist noch sehr unübersichtlich. Da kann man jetzt nicht sagen, wer der große Gewinner sein wird. Man versucht aber trotzdem da schon dabei zu sein, bei einem der größeren Spieler. Und genauso versucht man, rauchfreie Alternativen zu etablieren. Also einmal die E-Zigaretten, das hat man über die Beteiligung an Juul sich einverleibt, die 35-prozentige Beteiligung. Die hat man auch, dafür hat man sehr viel Geld bezahlt, wahrscheinlich auch zu viel, aber das hat dann eher strategische Gründe gehabt, damit man nicht in irgendwelche Bieterkämpfe sich eventuell verpflichtet, sondern dass man direkt klaren Tisch macht, zu viel bezahlt, mit dem Risiko auch eventuell was abschreiben zu müssen, wovon wir auch ausgehen, dass das passieren wird. Es gibt Gerüchte, dass am Privatmarkt die Altria-Aktie jetzt schon 10 bis 15% weniger handelt, als Altria bezahlt hat. Deswegen wird das folgen, aber die Anteile wird ja Altria trotzdem haben. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, IQOS zu lizenzieren von der ehemaligen Schwester Philip Morris quasi, die jetzt nur noch das internationale Geschäft betreibt und mit Kau- und Schnupftabak als Randgebiete sowie einem Premium-Weinsegment hat man noch weitere kleinere Umsatzbringer. Zudem hat man noch einen 10-prozentigen Anteil am größten Bierbrauer Anheuser-Busch, der beispielsweise das Franziskanerbier herstellt oder das Becks-Bier. Und das große Thema ist jetzt das regulatorische Risiko, was auf dem Unternehmen lastet. Und da wollen wir ein bisschen tiefer graben und auch in die Historie schauen, um uns daraus eine ja, fundamentale These aufzubauen. Also Juul stand jetzt deswegen in der Kritik, dass E-Zigarettenrauchen wohl bei vielen Leuten zu
schwerwiegenden Lungenproblemen geführt hat, mit langen Krankenhausaufenthalten und sogar auch einigen Todesfällen. Man kann es jetzt nicht hundertprozentig darauf zurückführen. Es gibt halt nur gewisse Korrelationen und Wahrscheinlichkeiten. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es halt keine Langzeitstudien gibt. Deswegen wird es mehr auf Vermutungen fußen als auf tatsächlichen Gegebenheiten. Aber selbst wenn dem so wäre, dass das Produkt schädlich ist, muss man auch verstehen, dass dem Staat ja dann Steuereinnahmen entgehen würden. Ich habe jetzt gestern im Radio gehört, dass in Deutschland die Steuereinnahmen aus Zigaretten 15 Milliarden Euro betragen. In den USA wird das nochmal deutlich mehr sein. Und das ist ein Batzen, auf den die Portemonnaies mit Löchern der Politiker nicht verzichten werden. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite die große Pharma- und Krankenhauslobby, die auch ein Interesse daran hat, Patienten zu behandeln. Wo wir auch, ja, das mag lustig klingen, aber das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Das ist jetzt nicht einfach nur so vor mich hergeredet, sondern wir haben in die Historie geschaut und vom Zeitraum 20 bis 30 Jahre zurück, also seit Ende der 80er bis Ende der 90er, waren die Tabakkonzerne schon mal kräftig unter Beschuss. Und 1998 hat man die dann vor Gericht gezogen, weil es viele Klagen gab, weil dann plötzlich die Gesundheitskosten explodiert sind, weil die Krankenhäuser auch teilweise Probleme hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass man die Tabakkonzerne zu einer Strafe von über 200 Milliarden verdonnert hat. Also nur so zum Vergleich. Heute, 20 Jahre später, verdient Altria ungefähr 6, 7 Milliarden im Jahr. Und damals war das weniger als die Hälfte und die wurden mit einer Strafe von 200 Milliarden verdonnert. Wenn hier welche Unternehmen sich was zu Schulden kommen lassen, dann sind das wahrscheinlich eher Kleckerbeträge, die noch nicht mal auffallen, wenn die vom Konto abgebucht werden. Und drüben ist man nicht ganz so zimperlich mit den Strafen. Und die Konzerne stottern das bis heute immer noch ab, diese Strafzahlung. Jetzt ist aber das Spannende an der ganzen Geschichte, wenn man so ein bisschen liest und schaut, dann wurde das Ganze damals auch unter dem Stichwort Lex Marlboro tituliert, weil Altria, also damals war das noch mit Philip Morris eine Unternehmung gemeinsam, also noch deutlich größer und mächtiger, hat man auffällig offen kooperiert und sich bereit erklärt auf diesen Vergleich, dass man diese Strafzahlungen hinnimmt. Es wurden gleichzeitig auch noch etliche Marketingaktivitäten eingeschränkt und viel früher wurden ja auch schon rauchfreie Bereiche eingeführt. Es wurden Werbeverbote erlassen, also in den 90ern waren beispielsweise auf den Formel-1-Autos auch noch hatte jeder Rennstall seine Aufschrift, das gibt es ja schon seit langem auch nicht mehr. Und das führt zu einer ganz besonderen Tatsache, nämlich zu der, dass man weiß ja, dass auch schlechte Publicity im Endeffekt Aufmerksamkeit erzeugt. Und das ist genau der Fall, der auch auf die Tabakkonzerne jetzt zurückführt, denn die sind in aller Munde, die sind bekannt. Die Marke hat sich herumgesprochen, da ist gar kein großer Werbeaufwand mehr nötig, deswegen ist das für Altria auch in dem Sinne kein Problem, sich darauf einzulassen, dass Marketingaktivitäten eingeschränkt oder verboten werden. Und zufällig hat man sich ja auch schon durch Einkäufe bestens positioniert in dem Markt. Die Marke ist jetzt allen bekannt. Plus es gibt noch eine Chance auf eine internationale Expansion, während die Start-ups, die jetzt kommen, die vielleicht auch gesündere oder weniger schädliche, weil von Gesundheit wollen wir hier nicht reden, weniger schädliche Produkte erfinden, die werden gar keine Chance haben, auf den Markt zu kommen, weil ja plötzlich jetzt Werbeverbote erlassen sind. Oder weil auch die Altersgrenzen angehoben werden. Da hat sich Altria jetzt auch ganz stark für eingesetzt, das Alter in den USA auf 21 Jahre anzuheben. Das werden die sicher nicht sich darauf eingelassen haben, weil die ein gutes Herz haben, sondern da stecken knallharte geschäftliche Interessen dahinter und man versucht auf diesen eleganten oder weniger eleganten Weg, sich einfach die Konkurrenz vom Leib zu halten. Das wiederum führt dann dazu, dass man eine noch bessere Preissetzungsmacht hat, weil es kaum Alternativen gibt. Und also die Parallelen sind einfach viel zu auffällig im Vergleich zu dem, was vor 20 Jahren gewesen ist. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass jetzt das Unternehmen temporär noch negativ in den Schlagzeilen sein wird. Es wird auch Probleme haben. Es wird wahrscheinlich auch diese Abschreibung geben auf Juul. Und die Marketingaktivitäten werden eingeschränkt. Es kann auch sein, dass man Vorschriften erlassen bekommt, dass man die Rezeptur dieser Liquids
den E-Zigaretten anpassen und ändern muss. In den USA ist ja zum Beispiel der erlaubte Nikotingehalt mehr als doppelt so hoch wie in Europa. Auf solche Spielchen wird man sich einlassen, um die Konkurrenz da sich vom Hals zu schaffen, und dann wird man wieder weiter so ein Spielchen spielen können. Wenn wir uns den Chart ansehen, dann sehen wir, dass wir bereits, also wir sind einmal eingestiegen im Max-Otte-Vermögensbildungsfonds und haben dann auch nochmal nachgekauft. Da sind die beiden grünen Kringel, die zu sehen sind. Und wir haben ganz konservativ gerechnet mit geringen Wachstumsraten, die Altria historisch um ein Vielfaches übertroffen hat. Das Management geht selber auch von 3- bis 4-mal so hohen Wachstumsraten aus wie wir. Und wir haben gesehen, dass in der Vergangenheit Altria eine Zeit lang überbewertet war, als diese ganze E-Zigaretten-Geschichte noch nicht an der Tagesordnung stand. Und plötzlich ging es jetzt rapide runter, weil jetzt auf einmal große Sorgen kommen, dass es Probleme mit dem Tabakgenuss geben wird, was ja eigentlich schon seit fast 70 Jahren der Fall ist. Halten wir für nicht allzu wahrscheinlich. Da stehen auch viel zu starke Interessen dahinter. Deswegen gehen wir davon aus, dass es auch hier weitergehen wird. Aktuell ist die Bewertung extrem niedrig, um genau zu sein, auf dem Finanzkrisenniveau, so ziemlich genau. Der Kurs steht zwar ein bisschen höher, aber wenn man die höheren Gewinne jetzt mit dem Kurs in Relation stellt, dann bekommt man hier ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10, was es, wie gesagt, zum letzten Mal in der Finanzkrise gab. Die Dividendenrendite liegt jetzt bei rund 8%. Sie wurde in 50 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, sogar insgesamt mehr als 50 Mal, ich meine 53 oder 54 Mal. Und wir sind uns da relativ sicher, dass man sich in 2-3 Jahren dann ärgern wird, wenn man hier nicht mitgemacht hat, weil das ist ein im Grunde konservatives und langweilig verhasstes Investment, aber gerade diese sind es dann oft, die über einen längeren Zeitraum richtig Spaß machen. Wobei wir hier auch ausdrücklich betonen, dass das Ganze jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten sich realisieren wird, sondern da muss man Geduld mitbringen. Also es kann auch sein, dass wir uns nächstes Jahr hier sprechen und ich Ihnen so einen ähnlichen Chart dann zeige. Entscheidend ist, was halt im Hintergrund passiert und dass man da die Fakten miteinander kombiniert.